Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Wir sind mit der Class Active 5 unterwegs. Hier gibt es seit kurzem kostenlos zum Download bei Backdated Train Sim. Und ja, das ist eine Prototypenlokomotive von BR. Wir fahren hier mit der 85018 und haben da hinten die Wagen von Armstrong Powerhouse dran, Intercities in unterschiedlichen Versionen, sogar mit dem Buffet-Wagen, alten. Und ganz zum Schluss hier hinten einen Gepäckwagen. Das Szenario, was wir hier spielen, kommt mit der Lok dazu. Und ich gehe mal davon aus, da wird es dann auch weitere tolle Szenarien geben mit der Class 85. Damit ihr die fahren könnt, braucht ihr zumindest ein Ziel für das Szenario, die West Coast Mainline. Dann von Armstrong Powerhouse die Wagen hier hinten und die Class 86 und 87. Denn es laufen hier die Skripte von der Class 86 mit. Die sind aber leicht angepasst worden und auch die Audiogeräusche. Wobei der Fahrmotor ein bisschen angepasst ist, dass es besser zu der Class 85 passt. Wir gehen mal rein. Das ist unser Führerstand. Das ist jetzt fast 1 zu 1. Class 86, Class 87. Fährt sich auch gleich. Können ja auch die Lichter anmachen. Das Einzige, was leider da nicht simuliert ist, sind die Lichter hier. Und das Licht, was hier angeht, das schaut so aus, als wäre das da hinten von dem Raum. Also mal können wir, ups, mit der freien Kamera mal kurz schauen. Naja, ich glaube, das kommt schon von da oben. Aber das war der Raum hier dahinter. Okay. Und wir können den Schlüssel hier nicht reinmachen. Das ist auch nicht umgesetzt. Aber hey, das ganze Ding ist kostenlos. Oh, einmal nach vorne. Da wird es dann auch laut. Und wir geben Schmackes. Aber nicht zu viel. Sonst ist die Lok ein bisschen unglücklich. Mehr Leistung hier. Ja, gebaut zwischen 1961 und 1964 im Rahmen der Elektrifizierung von der West Coast Mainline und war halt eine Prototypenlokomotive neben der Class 81 bis 84. 85 war die letzte Prototypenserie und daraus hat man dann später die verbesserte Class 86 bzw. Class 87 dann gebaut. Erhalten geblieben ist heutzutage nur noch eine einzige Lokomotive. Die ist aber aktuell nicht fahrfähig, soll aber wieder fahrfähig gemacht werden. So, mehr Leistung. Damit wir hier mal auf Geschwindigkeit kommen. So, machen wir hier auf Maximum Schmackes. Ja, und so vom Äußerlichen her, muss ich sagen, ist das Modell wirklich schön geworden. Da habe ich überhaupt nichts auszusetzen. Fahrgeräusch passt auch. Ich meine, ist ja das zum größten Teil von der Class 86, aber die sind ja quasi Schwestern. Ursprünglich ist die Class 85 mit 2 Stromabnehmern und einer Vakuumbremse ausgeliefert worden. Und die Stromabnehmer konnten also einerseits 25 kV und 6,25 kV. Letzteres hat man dann nicht mehr benötigt und hat den Stromabnehmer dann entfernt und hat dann die Vakuumbremse mit einer Luftbremse ausgetauscht. Das sind die Kanister hier oben. Und es wurden dann 40 Stück in die Class 85-1 umgewandelt, die waren dann rein für den Güterverkehr da und die waren beschränkt auf 80 Meilen pro Stunde. Die hier, die 850, die darf 100 Meilen pro Stunde fahren. Warum die Beschränkung gemacht worden ist mit 80, kann ich euch nicht sagen. Ich habe dazu keine Infos bekommen. Mein Kollege.
Ja, wir haben eine elektrische Zugheizung. Die Fahrmotoren haben eine Leistung von 847 PS. Das macht eine Gesamtleistung von 3200 PS. Das sind 2400 Kilowatt. Und Bremskraft war 680 Kilonewton. So, da fahren wir es mal langsamer werden. Runter mit der Leistung. Ah, shit. Jetzt habe ich sie instant ausgemacht. Das wollte ich gar nicht. Die fährt sich irgendwie besser mit dem Raindriver. Also mit Tastatur. So, neutrale Stellung. Ja, ABS funktioniert auch. Ja, mal ein bisschen bremsen hier. So, oder? Geht, reicht. So, kleiner Fun Fact nebenbei. Die Drehgestelle von der Class 85 sind von Alstom gebaut worden. Also generell haben da mehrere Firmen mitgemacht, aus der British Rail, die Loks konstruieren hat lassen. Aber ansonsten war eigentlich die Entwicklungsgeschichte nicht unglaublich interessant. Nachdem es halt eine Prototyp-Lokomotive gewesen ist. Bis 1991 im Einsatz gewesen und zwischen 1991 und 1993 wurden dann halt alle verschrottet. Es gab dann, glaube ich, zwei Unfälle auch mit der Class 65. Eine ist ausgebrannt. Schade, dass halt nur eine erhalten geblieben ist. Aber wenigstens eine. Das ist eher viel schlimmer, wenn von einer Lok gar kein Exemplar mehr gibt. Ich frage mich, wie das dann in Zukunft sein wird, mit da ein Erhalt von den ganzen Lokomotiven, weil es werden ja eigentlich immer mehr, weil natürlich mit der Zeit halt jetzt moderne Lokomotiven natürlich irgendwann mal ausrangiert werden. Mal als Beispiel, nehmen wir mal den Railjet. Wenn es den mal irgendwann nicht mehr gibt, will man den erhalten? Und wenn ja, wie und wo? Ich meine, der ist ganz schön groß. Beziehungsweise lang. Naja. So, also man merkt jetzt hier, ab die 90 Meilen pro Stunde hat die Lok ein bisschen zu kämpfen, schneller zu werden. Also ich glaube, die 100 Meilen pro Stunde, die kriegt man nur mit Rückenwind hin. Da schafft die Class 86, wir sind direkt derselben. Bisschen mehr. Ja, mal schauen. 6,5 Meilen noch. Ja, wir schaffen die 100 nicht. Mit sexy Aufnahmen. Ah, immer wieder die Ansicht von oben. Die ist doof. Ah, seitlich, geht doch. Ich glaube, beim Horn sollten wir hoch und tief haben. Ich kann aber irgendwie nur hoch machen. Das Licht auch an. Ah, komm. 94 Meilen, du schaffst es. Ja,
eigentlich schon spannend, mit der Güterzug zu fahren. Doppeltraktion. Das einzige Nervige bei der Lok ist halt echt, dass es unglaublich laut ist im Führerstand. Also würde ich den echt fahren, ich glaube, ich hätte die ganze Zeit hier so Ohrschützer an. So, ich probiere das jetzt nochmal mit dem Rundown. Wieso machst du den Rundown nicht? Ich kann den Rundown nicht anständig machen hier. Die Rundown-Position, die wäre halt hier so. Komm. Ich kann das nur so machen. Das ist ein bisschen nervig. Schade, schade, schade. So, jetzt ist hier unten. Knappe Sache. So, fangen wir mal an zu bremsen. Eigentlich sollten die Fahrmotoren mitbremsen. Warum machen die nicht mit? Ja, wenn man vom Güterzug gerade spricht, da ist er. Muss ich dafür in der Off-Position sein? Ja, Tatsache. Ich muss dafür in der Off-Position sein. Ja gut, macht eigentlich ja irgendwo Sinn. Da vorne ist die Haltemarkierung. So, tada. Bitte bremsen. Dankeschön. Geht doch. Minimale Verspätung. Boah, und endlich wieder Ruhe. Boy, du bist eine echt laute Lok. Okay, jetzt können wir eigentlich das Liberty mal ein bisschen genauer anschauen. Jetzt schaut sich das an. Wirklich schön sauber gemacht. Dafür könnte man eigentlich Geld verlangen. Aber schön, dass die Community solche Sachen halt immer wieder mal kostenlos rausgibt. Echt gut. Also auch das Standgeräusch, wunderbar. Ich meine, Armstrong Powerhouse als Basis ist nie schlecht. Ciao. Ziemlich dick. Ach, ich meine, auch die Qualität, wenn man hier so reingeht, ist wirklich 1A. Also ich muss schon sagen, Armstrong Powerhouse ist schon einer der besten Hersteller für TS Classic Add-ons. So, wird wieder laut.
Nächster Halt, Stafford, Plattform 5. 36 Meilen. Mehr Leistung. Ich will auch nochmal anständige Cinematic Cams hier haben. Okay, ich werde mal nebenbei das Handbuch aufmachen. Wir schauen mal, wie man das tiefe Horn hinkriegt. Und da stand es drin, dass das geht. Da müssten ja eigentlich irgendwo Shortcuts sein. Ah, da haben wir es. Okay. Oh, es gibt ein Wasser mit N. Okay, der funktioniert. Ah. Also, das Zughorn ist einerseits Leertaste und B. Leertaste für tief und B für hoch. Also das ist tief. Und das ist hoch. Cool. Der Hochton ist echt cool. Oh, mehr Schmackes. Ich glaube, wir können schon Maximum Schmackes geben. Also von den Steuerungen her ist es ziemlich übersichtlich. Also wir können hier das Licht hinten anmachen. Also warte mal, Traction Compartment Corridor Lights. Shift L. Das ist L. Shift L. Das ist meine Compartment Lights. Irgendwie tut sich da aber gar nicht. Ah doch! Hier drin? Cool. Nice. Das erste Mal, dass ich das bei der Lok hier sehe. Dann, ja, Emergency Brake, Wasser, ABS, Scheibenwischer mit V. Machen wir das mal ganz kurz. Ja, funktioniert. Fault Reset mit F, wenn wir hier Blödsinn machen. Instrumentenlichter. So. Und das war es dann eigentlich schon weitestgehend, neben Bremsen und so. Anti-Slip Control, Vipers, was haben wir hier? Alt Reset. Pantograph Down. ABS. Ja, Richtungswender, Mode aus. Lichter hier drüben. Überschaubar. Und ein GSMA, was wir nicht nutzen können. Ja, das geht auch. Oh, jetzt sind wir wieder bei der magischen Geschwindigkeit. Ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe, aber ersetzt worden ist die Class 85 dann von der Class 87 primär und von der Class 90, die bis heute noch fährt. Die ist in London gesehen, die Class 90. Wird irgendwie so ein zeitloses Design. Und die kommt von mir aus noch ein paar Jahre fahren. Auch wenn sie jetzt echt schon alt ist. So, wie schaut's denn aus mit den Ansichten hinten. Okay. Boah, so schön ruhig hier drin. Wieder Außenansicht. Ah, ist so schön, wie die mitwackeln. Ah, das ist auch eine geile Ansicht. So halbwegs mittendrin.
Okay. Da sehe ich mir gar keinen Müll bei den Tischen. Okay, einmal komplett anders von hier innen drin. Aber schön laut hier hinter der Lok. Ja, da vorne rein. Ich wollte eigentlich ganz am Anfang das Szenario mit dem Airbnb Hans auffahren. Aber der funktioniert momentan nicht mehr bei mir. Da kriege ich irgendwie kein Overlay mehr hin. Muss ich mal den Einstellungen ein bisschen rumbasteln. Was ich aber eigentlich nicht machen will, weil momentan läuft der TS Classic ganz gut. Da bin ich nicht so viel Schrauben. Jetzt hat es wieder Jahrhunderte, bis der wieder gut läuft. Gut, das ganze Setup wollte ich eigentlich mal neu machen. Angefangen habe ich schon, aber noch dauern. Ich möchte eigentlich wie mehrere Installationen machen. Eins nur für Deutschland, die Schweiz, England, Amerika. Dass einfach das Setup nicht so fett wird. Aber mal ein paar sexy Aufnahmen. Nice. Spannend wäre auch noch mit der IQ5 im Regen zu fahren und zu schauen, ob er die gleichen Rutschcharakteristiken hat wie die IQ6. Aber ich gehe davon aus, ja, nachdem die Skripte von der IQ6 hier mit drin sind. Wäre natürlich cool, wenn man jetzt so wie in Flight Simulator instant das Wetter ändern könnte. Echt schade da mit den 100 Meilen. Ich frage mich, ob das gewollt ist. Ich habe jetzt gerade mal geschaut, ob es die IQ5 in der Ursprungsvariante gibt. Sieht aber nicht so aus, das ist alles schon die konvertierte Fassung. Also mit zwei Stromabnehmer ist nicht. Da ist eigentlich ein bisschen wenig Verkehr hier auf der ECML. Okay. Kommt da ein Zug? Wie da auf Fahrt gestellt worden ist. Ich glaube, da kommt noch mal irgendwas. Aber der wird kaum bei uns jetzt hier vorbeifahren. Wird es aber zerstört. Und doppelgelb. Aber vielleicht fahren wir dann gleich mal beim Zug vorbei, der da vorne irgendwo steht. Nächster gute Zug hier. Ja doch, ich glaube, wir fahren so langsam hinterher, aber hier ist jetzt wieder doppelgelb. Ja, auch wieder.
Sexy Aufnahmen. Schön, schön, schön. Und hier auch. Sag mal, sind die Standard jetzt hier alle auf Doppelgelb oder was ist hier los? Kann doch kein Skriptfehler sein. Ich glaube, ich schalte jetzt mal schnell nach. Was sind wir? Was sind wir? Fährt da vor uns irgendwas? Ah doch, da fährt was. Okay. Da sind wir eh nicht schnell. Oder erst ein bisschen schneller. Nachdem wir hier nur bei 93 sind. Ich dachte, wir wären der Express. Geht halt nicht mehr. Wir könnten mal hier wieder auf neutral. Das nächste Mal vor meiner Doppeltraktion. Ja, vielleicht haben wir Glück und es geht ein bisschen nach unten. Dann hilft uns ein bisschen die Gravitation. Ja, da ist weit vorne. Ich könnte eigentlich auch die ganze Zeit hier hinten sein, weil es ist relativ ruhig im Verhältnis zu vorne. Oder einsteigen, ist noch viel besser. Was müssen die eigentlich dafür die Abwärme produzieren, dass der Lüfter so brutal auf Maximum laufen muss die ganze Zeit? Oder hat man da irgendwie noch nicht die Steuerung drin gehabt, dass der dynamisch läuft, je nach Leistung? Ja, vermutlich. Ja. Ach, die haben bestimmt die Möglichkeit gehabt, um das irgendwie regeln zu können. Oder man hat gesagt, Prototyp, spart man sich. Sobald du da Richtungswender vorwärts, rückwärts eingibst, dann wird volle Pulle blasen. Egal, was der Fahrmotor macht. So, 17 Meilen. Bald geschafft. 11 Minuten. Jetzt ist rot. Komm mal dir näher. Das wäre jetzt auch noch fies gewesen im Szenario, wenn er den Zug hier raus hätte lassen. Das würden wir dann anhalten müssen. Ist eigentlich eine fiese Stelle. Könnte man jemanden so richtig schön weich putzen lassen. Der ist schon voll in der Pampa. Weit und breit gar nichts. Nur Bauernhöfe und Kuh. Macht eigentlich jemand von euch Urban Farming? Also sprich
Sachen anbauen in der Stadt, beziehungsweise auf meinem eigenen Balkon. Ich habe da gerade von NZZ eine Doku drüber gesehen. Die haben sie in Zürich gezeigt. Und auch diese Balkongärten. Das sieht schon irgendwie cool aus. Ich bin echt überlegen, ob ich das bei mir nicht auch auf dem Balkon mache. Mit einem eigenen Salat, Tomaten, Radiesel und so. Das einzige Problem dabei ist, man muss es halt regelmäßig gießen. Und bei mir haben die Pflanzen so die Eigenheit, dass sie eingehen. Ich genau das gerne vergesse. Also ich wollte echt irgendwie so eine Wüstenrose. Die kann ja schön vertrocknen. Kannst du wieder Wasser geben, dann wird sie wieder grün. Oder ein Kaktus. Wobei, der Kaktus ist aber der doof für die Katzen. Und da wieder eine Blödsinn machen. Also momentan zero Grünes bei mir in der Wohnung. Das Einzige, was grün ist, ist der Baum vorm Haus. Aber der erzählt nicht. Das hat jetzt auch gerade wieder umgestellt. Ja, vielleicht kommen wir doch irgendwie näher. Historischen Fahrten wird in der Zukunft eh interessant, wenn dann immer mehr mit ECTS ausgerüstet wird. Bis er dann verdrängt auf die klaren utwigen Nebenbahnen. Das fand ich noch interessant in den Nachrichten. Da hat es ja bei Stuttgart so eine neue Schnellfahrstrecke da jetzt, was jetzt eröffnet worden ist. Da stand drin, dass er in den ersten Tagen ein bisschen Probleme gegeben hat, unter anderem durch einen Lokführer, der sich im ECTS nicht richtig anmelden konnte. Und der hat dann wieder rückwärts fahren müssen, hat man die Strecke gesperrt. War nicht geil. Gott, nachdem das jetzt auf grün gegangen ist, gehe ich davon aus, der fährt wieder vor uns weg. Das wird nichts. Ah, vielleicht sehen wir den Stafford. Und sein, dass er damit anhält. Mal parallel ausfahrt, wäre schön. Ist das eigentlich der letzte Halt? Ah ja. Alles klar. Semi-Fast-Service von Rugby to Stafford. Ja, das ist nichts Schlimmes passiert. Ich glaube, das wird tatsächlich mal eine saubere Fahrt. Jetzt habe ich es gesagt, jetzt passiert irgendwas. Auf Schwede kann ich auch nicht ankommen. Steht keine Zeit da. Ein bisschen nach unten oder bin ich mal das? Na, ich glaube, das bin ich mal rein. So, 8,8 Meilen noch. Oh, da müssen wir langsamer werden. Ich mache mal so die harte Variante vom Rundown. Die wir da auf off gehen. Aber ich habe irgendwie so dunkle Erinnerung, dass wenn man das zu oft macht, dass ich dann hier eine Störung reinkriege. Und da wird nicht gebremst. 65. Wechseln wir das Gleis.
Ja, tun wir. Aber da war doch unser Kollege. Da ist unser Kollege. Was ist jetzt hier los? Warum? So. Dann wird er noch... Wo geht's denn da rechts hin? Ganz gut auf der Karte schauen. Ach, das wäre einfach generell eine andere Strecke. Alles klar. Ja, so viel zum Einholen. Jetzt habe ich bei dem gar nicht gehört, was der für den Lok vorne dran hatte. Oh, cool. Lokomotive. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ah, falsche Kamera. Ich könnte mir da vorstellen, dass der Hochton original von der Class 65 ist. Dass sie das irgendwo aufgenommen haben. Naja, wenn wir sehen, sehen wir nichts. Aber Licht hat einen Effekt. Minimal. Da finde ich den Scheinwerfer von der L44 irgendwie geiler. Also ÖBB L44. So eine Ausstrahlung hätte ich dann gern bei jeder Lok gehabt. Das Gleis jetzt hier hin. Ja, mit der Slowly gebaut. Und das letzte ist. Oh, 90. Komm, schalt runter. Nicht runter. Was ist denn das jetzt? Hallo? Möchtest du runterschalten? Jetzt macht das. Okay. Ganz dezent buggy. Holy shit, das sind ja mal Kurven hier. Aber sieht geil aus. Oh, da könnte man richtig geile Fotos machen. Ah, gerade noch erwischt. Glück im Unglück. Ja, 2 Meilen. So, ja, da gehen wir mal ganz runter mit der Leistung. Jetzt macht das auch wieder direkt. Verstehe ich nicht. So. Wann werden die 25 angezeigt? Ist das jetzt hier dann? Nee, auch nicht. Oh, geil. Schöne Ansicht. Mann, und genau jetzt muss mir natürlich der Kollege reinfahren. Ja, wir sollten ein bisschen stärker bremsen.
nicht mal so schnell. Ja, komm, runter mit dir. So, ohne Streckenkenntnis, glaube ich, würde es da voll reinrauschen. Also, wenn die Weiche da voll in hier gestellt ist. Oh, da lasst mich einmal putzen. Ist jetzt ganz. Okay, auf die Plattform geht's. Weiter dann vermutlich. Genau, wenn er in die andere Richtung wegfahrt. Gehe ich mal davon aus. Sehr gut. Oh, komm, ein bisschen noch. Okay, bevor ich die Tür da aufmache, will ich mal ganz kurz was anschauen. Und zwar das hier. True, calling at stone. Okay, on time. Was steht hier? On in Houston? On time. True. Cool. Ah, dann wieder London, Houston. Okay. Na gut. Machen wir die Tür da auf und dann haben wir das Szenario. Von William to Malek. Virtual Spectacular. Visit Thompson Interactive for Details. Good for Train Simulator. Ganz dezent Schleichwerbung. Na gut. Also ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, wer auf die englischen Sachen steht, holt euch mal eine Class 85 vom Backdated Train Sim. Ist kostenlos. Macht man nichts falsch damit. Und eventuell kann man die auch bei Szenarien einsetzen. Ihr könnt auch einen Güterzug damit fahren. Wie ihr wollt. Auch mit der 58-1. Und mal schauen, was es dann noch so alles an Liveries für die dann in der Zukunft gibt. Bis dann. Bleibt gesund und gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.